Sicher. Okay. Ganz ruhig, Dude. Gut oder böse? Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und dies ist die mittlerweile 8. Folge von Fallout 4 in VR. Ja, gell, Odin? 8 Folgen haben wir jetzt schon hinter uns und wir haben endlich den Gunstock ausprobiert bei der letzten Folge. Ich sag euch, mega geiles Teil, spielt sich echt gut. Wir haben Paladin Dance bei seiner Mission geholfen, mit Erfolg. Und jetzt kommt gleich die Auflösung, für was ich mich entscheiden möchte. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ein Argument steht für sich und das werden wir dann gleich sehen. Ich bin gespannt, was uns dann noch erwartet. Ich denke mal, wir gehen dann zur nächsten Mission, die uns vor die Füße läuft. Ich bin gespannt. Ihr seid dabei? Hoffe ich. Ich bin dabei. Los geht's. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Klar, wir waren ein paar Sitze weiter vor. Aber ich möchte nicht verpassen, deswegen machen wir die zwei Sätze nochmal, wiederholen das nochmal vom letzten Mal. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ja, aber... Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Geil. Die werden wir auf jeden Fall behalten. Nein, wir werden sie verkaufen. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten jetzt kommt's. Mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können, aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Wie gesagt, darüber habe ich nachgedacht. Einerseits finde ich es cool, The Lone Survivor hier rumzustreifen und meine Mission auf meine eigene Art zu erledigen. Natürlich werden wir nicht alleine sein, wir haben Ghost und noch im Laufe der... Ignorierst du mich aus einem bestimmten Grund? Nein, ich erkläre gerade. Aber zweitens könnten wir ein bisschen Hilfe und extra guten Gadget gebrauchen, der für meinen Run möglich ist. Also würde ich sagen... Es wäre mir eine Ehre beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier, dann besprechen wir die Einzelheiten. Sehr gut. Wir gehören jetzt also dazu und haben Level Up. Sehr cool. Okay. Tracking mal wieder. Übrigens habe ich eine neue Funktion hinzugefügt, die bei Skyrim wahrscheinlich auch funktionieren würde, wenn ich nicht so voll gewesen wäre und es vorher schon installiert hätte oder implementiert hätte in Voice Attack. Und zwar Quicksave. Sehr gut. Muss ich nicht immer ständig ins Menü gehen. Okay, dann würde ich sagen, erstmal Level Up. Level up, level up. Was machen wir? Ich hatte letztes Mal gesagt, dass wir definitiv mehr Munition brauchen. Mehr Munition ist immer gut. Waffenfreak 2 machen wir auch irgendwann mal, dass wir unsere Waffe noch verbessern können. Noch besser verbessern können. Komisches Wort. Können wir aber erst ab Level 13, das dauert noch ein bisschen. Also würde ich sagen,
Ist es das? Findet sogar noch mehr Munitionbehälter. Sehr gut, Level 7 hatten wir schon. Deswegen machen wir das. Munition en masse. Quick Save. Ich hatte zwar in Reddit nachgelesen, aber es war auch bei Skyrim so, dass man die Quick Save nicht immer laden soll, weil die sonst korruptieren. Und lieber stattdessen einen neuen Save zu öffnen. Aber ich denke, das passt. Übrigens, der Fehler von dem Licht ist weg. Keine Ahnung warum. Also, alles super. Dann würde ich sagen, alle die Dance. Ich werde bald zurück sein. Ich muss die Gegend aber zuerst noch nach wertvoller Technologie durchsuchen. Alles klar. Machen wir. Das soll ich allein im Dunkeln jetzt hier rumlaufen? Oh. Toll. Ganz toll. Ob das gut laufen wird? Ich weiß nicht. Finde ich überhaupt den Weg zurück? Aber ich würde sagen, diesen Teil skippen wir. Und wir sehen uns wieder im Polizeirevier. Einen letzten Blick über diesen wunderschönen Sternenhimmel. Und bis gleich. Begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Private General Fox meldet sich zum Dienst. Ich bin nur wegen der schicken Uniform dabei. Ach ja? Und ich dachte, du wärst beigetreten, weil du eine Aufgabe, einen Sinn gesucht hast. Also hast das war ein Witz. Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Jawohl. Verstanden. Wunderbar. Ich weiß, dass du loslegen willst, also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage Victoria nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Jawohl. Ich bin eigentlich recht gehorsam. Nicht nur im Spiel, sondern auch in Real Life, bei der Arbeit. Ich meine, das gehört dazu. Bei mir im Beruf muss man Anweisungen befolgen können. Und nein, ich arbeite nicht in der Armee. Die Leute wissen, dass ich im Gesundheitswesen arbeite. Und in Notfallsituationen gibt es keine Zeit zur Widerrede. Und deswegen, denke ich, füge ich mich ganz gut in der Rolle. Er ist mir aber überhaupt null sympathisch, deswegen gehe ich zu ihr. Bleiben Sie da. Ach, Dreck. Lauf doch nicht weg. Warum laufen alle Frauen immer weg von mir? Vielleicht sollte ich... Keine Ahnung, was da los ist. Wenn tatsächlich Verstärkung kommt, lässt sie sich jede Menge Zeit. Entschuldigung, gelehrte Halen. Wenn Paladin Dance sagt, dass sie kommen, dann kommen sie. Wir müssen nur noch ein wenig durchhalten. Ich weiß. Sagt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Ja. Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Rice mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt.
Die Arme. Hat einen Korb bekommen. Ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Rice hast, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ja. Oh, die hat das noch nicht verkraftet mit ihm. Ha, ein Bad Guy. Typisch. Frauen stehen auf Bad Guys. Okay. Wie viel Uhr hin mal denn? Aber ich denke schon. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Danke. Sehr cool. Sehr cool. Ich hatte ja vorhin was gesagt mit Equipment aus der Bruderschaft. Roleplay-mäßig hatte ich mir gedacht, dadurch, dass wir jetzt bei der stählernen Bruderschaft sind, haben wir Zugang zu gewissen Hightech-Sachen, wenn es schon um Hightech geht. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit werde ich etwas bauen. Tier. Werde ich etwas bauen, das uns ein bisschen helfen wird. Vielleicht finde ich es jetzt hier schon. Ich bezweifle es. Ich brauche eine Chemistry, die ich aber hier wahrscheinlich nicht finden werde. Na gut, beim nächsten Mal. Wenn ich eine Chemistry finde, werde ich dran denken. Miesepeter? Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Gar keine. Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß es nicht. Dann musst du dich entscheiden. Entweder du bist Teil der Bruderschaft, oder du bist gegen sie. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag? Du. Jawohl. Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Sicherheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Okay, und wo soll ich hin? Sag mir doch, wohin? Was stehst du hier rum? Du hast deine Befehle. Oh. Säubere College Square. Okay, das hört sich doch nach einem Plan an. Wo ist eigentlich Ghost? Ghost. Naja, der wird schon wiederkommen. Hoffe ich zumindest. College Square, das ist eine Schule, sagt ja der Name schon. Das heißt, da finden wir auf jeden Fall vier Bleistifte. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ohne Kompass ist das schwer, das jetzt zu finden. Aber wir kriegen das auch ohne Kompass hin. Muss ja irgendwo hier sein. Oh nein, nein. Diesmal fange ich und ende ich die Folge nicht mit Meyer Lurks. Cambridge College Dinner. Okay. Cambridge Dinner. Obwohl, das heißt, wir sollen den
Mist hier säubern. Ich hoffe, darunter zählt nicht die Meyerlurks umzunieten. Rate Notiz, die lesen wir gleich mal. RR Raider Notiz. Angeblich hatte die Bande in Korvega Fertigungsanlage was? Reichlich einen großen Beutzug. Kannst nicht lesen, was für eine Schrift. Wenn wir hart genug zuschlagen, könnten wir uns reichlich Kronkorken. Könnten für uns reichlich Kronkorken ausspringen. Suche nach Kronkorken. Okay. Das ist doch mal ein Ziel, das wir in Erwägung ziehen können. Ich mache mir Sorgen, dass Ghost immer noch nicht da ist. Das ist eine Post. Ja, der streunert halt mal wieder ein bisschen rum. Vielleicht braucht er ein bisschen Urlaub. Die Glühbirne. Haarklammern. Sehr gut. Der kommt schon noch. Ich denke, wir werden uns hier ein bisschen umschauen. Gehen wir mal in die Post. What the fuck? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube... Ja, warum wühle ich da auch drin rum? Das sieht nicht gesund aus. Dog Tags. Okay. Really? Das kann ich nicht sehen. Cool. First try. Okay, dann wollen wir mal. Also zu 95% ist der nicht gut, würde ich sagen. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Ganz ruhig, Dude. Gut oder böse? Okay. Dead Eye. Ich weiß nicht, war das richtig? Ich möchte was testen. In einer Welt, was würde passieren, wenn ich nicht verschwinde? Ah, der ist blind. Ah, das passiert. Also alles richtig gemacht. Wir haben niemanden erschreckt, da wir ein super nices Teil vorne dran haben, das sich Schalldämpfer nennt. Ist da irgendwas? Ein Verband? Nee, den Verband kannst du behalten. Ah, aber dieses wunderschöne Teil. Pistolen und Patronen. Perfekt. Pistolen und Patronen. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Nices geil. Teil, meine ich. Nices geil. Und natürlich
Munition. Ich glaube, das ist der schönste Loot, den man sich vorstellen kann, finde ich. Munition. Ich würde morden für Munition. Linkes Bein. Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Wow. Okay. Kronkaken. Ja, ja. Okay. Oh, fuck. Fuck. Oh, oh, gar nicht gut. Ja, im Entschärfen bin ich noch nicht so gut. Ah, bin ich gar nicht gut. Aber dass das keiner gehört hat? Natürlich hat das jemand gehört. Aber die wollen wahrscheinlich, dass ich komme. Immer noch verletzt? Nö. Ich kann nur nicht rennen. Sehr komisch, dass ich nicht rennen kann. Ach, dieses Kabel nervt mich. Dieses Dreckskabel, das muss ich kurz fixen. Ja, das Problem mit dem Gewicht. 2 Kilogramm mehr in der Tasche und schon kann ich nicht laufen. Der Fatman ist zwar richtig gut zum Verkaufen, aber bringt uns nichts, wenn wir nicht laufen können. Ja, scheiß drauf, wir werden bestimmt irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben. Aber was ich brauche, ist Platz. So. Ich meine, der führt schon zwei Mikroskope mit sich rum. Total unimmersive. Wir brauchen Platz für Stimpaks. Red Eggs. Okay, gucken uns aber noch schnell die Gegend da nochmal. Ich denke ich an. Nein, da geht's nochmal nach oben. Und da ist noch eine Tür. Okay. Denn wir sind, wie gesagt, auf der Suche nach Bleistiften. Und Munition. Aber keine Haarbürste. Das brauchen wir nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Übrigens, das, was ihr gesehen habt, falls ihr es noch nicht kennt und euch nicht mit Fallout 4 oder allgemein mit dem Spiel auskennt, das war ein sogenannter Supermutant. Ein Blinder, deswegen hieß er auch Deadeye. Aber gehört hat er gut. Gehört hat er richtig gut. Aber das ist meistens so. Oder finde ich sehr plausibel. Wenn man eine Sinneskraft verliert, werden die anderen besser. Und hier hatte jemand irgendwie Spaß mit Teddys oder Spielzeug. Ja, die haben gut Schrauben. Müssen wir nochmal kurz gucken. Toy Truck. Schraube. Ja, denn Schrauben brauchen wir natürlich auch. Zumindest für gewisse Upgrades. Und Schrauben nicht schlecht. Wie viel wiegt so ein Toy Car? Wiegt 1 ein Toy. Ah, okay. Wie viel haben wir? Oh, nur noch 9. Ach, es war so ein Fehler. Aber jetzt sind wir schon hier. Wir jetzt die Zeit nicht verschwenden, indem wir jetzt wieder zurückgehen. Und safe. Okay.
Hätten wir kurz. Ja, so gut. Memo für Rede. Wir freuen uns sehr, dass ein ausgezeichneter Kriegsheld wie Fox eine Rede in Concord hält. Wir sollten versuchen, ihn auch hierher zu holen. Das zieht immer noch immer Leute an. Und was? Ich? Ich wollte eine Rede halten? Vor 200 Jahren? Okay. Aha, Verleihung der Ehrenmedaille, Geschichte des Mr. Gatzi, Lebensmittelversammlung für Weise und Neujahrsbingo. Oh, Neujahrsbingo wäre ich gerne gekommen. Oh, die Turmsteuerung. Hehe, das machen wir mal an. Und aktivieren. Viel Spaß. Das wär's. Nichts? Kein Geballere? Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass es jetzt anfängt. Ah, ich glaube, ich muss noch eine Option aktivieren. Das wär's. Oh, geil. Haben wir jetzt alles? Ja. Haben wir jetzt einfach mal alles mitgenommen. Natürlich auch den Scheiß. Nein, nicht Safe-Steuerung, Turmsteuerung. Über das Verteidigungs... Das überspringen wir, Systemdiagnose. Okay. Aha. Hier oben ist er gewesen. Wir müssen wieder Zeug wegschmeißen, Leute. Da führt kein Weg drumherum. Gewicht, ja gut, wir können mal. Wie viel wiegt das? 7 nur. Komm, hau weg die Scheiße. Okay. Ja gut, hier oben ist scheinbar nichts mehr. Oh. Chemistry? Nee, keine Chemistry. Aber eine. Oh, eine Rüstung. Da hätten wir jetzt. Na, Wayne. Kann ich jetzt eigentlich. Ich hab's eigentlich so eingestellt, dass man die Mats rausnehmen kann. Aber irgendwie kann ich sie dann nicht mehr wieder benutzen. Also die Mod. Ist so eingestellt, dass man die Sachen rausnehmen kann und sie dann wiederverwenden kann. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja. Wieder 9. Das gehört? Da läuft eine. Oh. Ganz dicht. Jetzt eine ganz in der Nähe. Okay. Das war nicht ich selber. Thank you.
Sehr komisch. Von der Seite kam der andere. Puh. Oh, come on. Geschafft. Komisch. Ganz komisch. Der ist irgendwie weg. Okay. Zum Abschluss, weil wir jetzt dann quasi... Was? Ich wollte jetzt eigentlich mit Plan machen. Komm schon. Da ist noch eine irgendwo. Na komm, wo bist du? Das waren alle. Und das war ein Badass. Puh. Leute, ich sag euch, das macht so Fun. Mit dem Gunstick. Übrigens ist da noch eine. Die haben wir vergessen. Die haben wir tatsächlich vergessen. So. Zum Abschluss looten wir noch den Dude. Gucken wir uns mal Suchmutanten aus der Nähe an. Ja, nicht gerade die schönsten Objekte. Ja, mehr hatte er nicht. Ein Charisma und ein und Intelligenz, sehr geil. Das ist sehr geil. Dafür opfern wir gerne unsere Rüstung. Einmal Charisma und Intelligenz. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gehen wir noch kurz hier raus aus dem Laden. Und verabschieden uns mit einem "Hier möchte ich nie wieder zurück" von dieser Poststelle. Oh nein, wie sieht's denn hier aus? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Cooler Cliffhanger. Wie lange werden wir wohl hier überleben? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ab zu Atmut. Supermutanten. Ja, als hätten wir nicht noch genug Ärger. Jetzt haben wir auch noch Supermutanten im Nacken. Aber die werden uns wahrscheinlich öfters jetzt noch begegnen. Vor allem, wenn wir Pech haben, die größeren Varianten noch.
Die sehen übrigens sehr witzig aus. Aber ja, viel passiert ist heute nicht. Aber die Sicherheit mit dieser Waffe hatte ich auf jeden Fall. Und oh, das fühlt sich so gut an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir durchs Ödland ziehen. Ich glaube, jetzt haben wir nur die Spitze des Eisbergs angekratzt. Jetzt geht's erst richtig los. In diesem Sinne, euer Animal Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.